So, das war's dann wohl. Noch nicht ganz. Das Gericht muss die Scheidung morgen erst noch bestätigen. Naja, das ist ja nur noch eine Formalität. Ja, wir haben Glück, dass einem bei Scheidungen im ersten Ehejahr das Trennungsjahr erspart bleibt. Tja, dann... Danke. Wofür? Naja, so eine Scheidung kann ja auch ganz anders ablaufen. Danke, dass du es so unkompliziert machst. Tut mir leid, dass es so gekommen ist. Dir braucht nichts leid zu tun. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Es hat nur leider nicht lange gereicht. Hey, Schwesterchen. Bleibst du bei unserer Verabredung morgen? Wir wollten noch reiten. Ah, ja, klar. Das habe ich im Buchladen für dich gefunden. Es geht um einen Diamantenhändler. Das spielt genau da, wo du auch mal nach Diamanten geschürft hast. Hey, danke. Ja, ich muss dann auch mal los. Entschuldigung, ich wollte euch nicht unterbrechen. Nee, schon gut. Wir waren gerade fertig. Wir können ja dann morgen vielleicht nach eurem Ausritt zusammen zum Gericht fahren. Ja, gute Idee. Dann bis morgen. Bis morgen. Ciao. Tschüss. In der Zeit, Frau Wolf. Hey! Guten Morgen. Tut mir leid, ich hoffe, ihr wart fertig. Können wir los? Wir beide haben später noch einen Termin. Na klar, auf geht's. Und du lässt mich wirklich wieder dein Baby reiten? Du kommst doch super mit Dionysos zurecht. Na dann, los. Tschüss. Ach, Hagen. Ja, jetzt, wo die Scheidung durch ist, wollte ich dir noch was mit auf den Weg geben. Solltest du vorhaben, meiner zweiten Tochter auch noch das Herz zu brechen, sieh dich vor. Nur, dass wir drüber gesprochen haben. Was ist denn los heute mit dem? Ja, dann nimm ihn kürzer. Das hab ich doch schon. Setz dich tiefer rein. Sei ein bisschen präsenter. Und nicht so unruhig mit den Händen, das mag er nicht. Vielen Dank, aber ich weiß, wie man reitet. Ja, Dionysos ist halt sensibel, weißt du? Der merkt es sofort, wenn jemand nervös ist. Weißt du was? Das reicht jetzt echt. Warum steigst du ihn ab? Weil du offensichtlich findest, dass ich dieses Pferd nicht reiten kann, also laufe ich zu Fuß nach Hause. Ich hab das doch nicht so gemeint. Ja, schon okay. Ich weiß ja, dass du glaubst, dass du mit allem besser zurechtkommst als ich. Okay, machen wir eine Pause. Komm her. Lass uns reden. Tut mir leid, der hat sich einfach losgerissen. Du Sängerin! Dionysos! Dionysos, du alter Klepper! Blödes Mistvieh. Dionysos! Wo bist du? Mann. Psst. Guck mal. Komm mit. Wo kommt die denn auf einmal her? Sieht so aus, als hätte da noch jemand nicht aufgepasst. Schön für die beiden, ne? Sie ist ein bisschen schüchtern, oder? Ist vielleicht etwas wählerisch. Dionysos ist jetzt auch nicht so der Draufgänger. Der ist halt auch ein bisschen schüchtern. Aber ich glaube, es gefällt dir. Guck mal, wie süß. Ups. Also jetzt hat er seine Schüchternheit definitiv abgelegt. Oh, du, das geht jetzt eindeutig über einen heißen Flirt. Jetzt lass den beiden noch ihren Spaß. Aber Dionysos ist ein erstklassiges Rennpferd. Wir wissen doch überhaupt nicht, wer diese Bekanntschaft da ist. Also du bist so ein spießiger Snob. Ich sag mal. Au. Ich
bin aber auch ein totaler Klugscheißer. Ich wollte dich eben nicht so kritisieren. Schon okay. Wo die Liebe hinfällt. Also, wenn er sich in seiner Box über das Rohr hergemacht hat, ist er ja ziemlich verausgabt. Naja, er hat ja nicht jeden Tag die Chance, eine Bekanntschaft mit so einer wunderschönen Stute zu machen. Es scheint ja heute sein Glückstag gewesen zu sein. Oh, hör mal, wie spät ist eigentlich? Ich muss ja noch zum Gericht. Marlene, warte, ich wollte noch was loswerden. Ich wollte ja Hagen nie wegnehmen. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich euch zu eurem Termin begleiten würde? Vielleicht braucht Marlene ein bisschen Unterstützung. Meinetwegen? Ist nicht leicht, oder? Nein, ist es nicht. Bereust du's? Die Scheidung? Nein. Aber dass ich es überhaupt so weit habe kommen lassen. Ich habe gewusst, dass die Hochzeit ein Fehler war. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Bis es dann zu spät war. Ich habe wirklich alles versucht, das nicht zuzulassen. Ich weiß, dass das Schlimmste ist, was man seiner Schwester antun kann. Stimmt. Aber Dana, du bist nicht der Grund für das Scheitern in unserer Ehe. Du bist vielleicht der Auslöser für das Ende, das sowieso hätte kommen müssen. Hagen und ich, wir sind einfach nicht füreinander bestimmt. Du hättest dir und Marlene eine Menge ersparen können, wenn du ein bisschen früher auf dein Gefühl gehört hättest. Auch dir. Wenn Marlene und ich nicht geheiratet hätten, vielleicht wärt ihr ja schon zusammen. Aber weißt du, was ich denke? Eure Beziehung ist wahrscheinlich zu Ende gegangen, weil noch was viel Besseres vor dir liegt. Zum Beispiel Tristan. Vielleicht müsste sie auch erst mal dich kennenlernen, um dann zu merken, was ich für ein toller Typ bin. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass du sie glücklicher machen kannst als ich. Wenn sie mich lässt. Du findest Tristan besser? Oh. Wie viel kriege ich, damit ich das Hagen nie verrate? Wag es. Dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the... Was denn? Was ist los? Danke. Danke für alles, was du für mich getan hast. Ohne dich hätte ich das wirklich nicht durchgestanden. Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo du mich hättest küssen sollen. Chance verpasst. Aber vielleicht bringst du mich ja nach Hause? Nach der charmanten Aufforderung konnte ich dich unmöglich mit den Schillern nach Hause schicken. Nachher hätte ich dich noch geküsst. Oh, danke. Komm heute Abend zu mir zum Essen. Gerne. Also, dann bis später? Ja. Okay. Ich freue mich.
Jürgen Hartmann. Was kann ich für Sie tun? Hallo? Wer spricht da bitte? Okay, Dana, du greifst sie jetzt an und Marlene, du versuchst dich einfach zu verteidigen, okay? Und denk daran, du bist ein Baum und deine Wurzeln reichen bis in den Mittelpunkt der Erde, okay? Los. Baby, don't you know that you look so fine? But oh, I don't know. Oh, au, Dana, lass los. Au, lass los, bitte. Au. Lene, wie lautet die sechste Regel? Christian, vielleicht sollten wir einfach nicht. Wie lautet die sechste Regel, Marlene? Es geht nur darum, den Geist zu befreien. Ja, genau. Aber dafür musst du dich konzentrieren. Also, wo bist du mit deinen Gedanken? Christian, vielleicht sollten wir wirklich... Dana! Lässt du uns bitte mal für eine Minute alleine? Marlene, willst du das hier wirklich? Oder ist das Ganze nur ein Versuch, an den du selber überhaupt nicht glaubst? Weil dann vergeuden wir unsere Zeit. Antworte mir bitte. Lass das. Was willst du? Ich will lernen, mich selbst zu verteidigen. Okay. Und was noch? Ich will endlich wieder frei sein. Sehr gut. Und was darfst du dafür nicht haben? Angst. Ich will nie wieder Angst haben. Okay. Nochmal. Auf deine Solo-Karriere. Mein Vater hat übrigens morgen Geburtstag. Hast du vielleicht Lust, für ihn zu singen? Du bist der Star von Lahnstein Entertainment. Und streng genommen ist er sogar dein Chef. Ja, du kannst diesen armen Haufen da richtig aufhalten mit deiner Gesellschaft, glaub mir. Du kannst es dir noch mal überlegen. Nimm doch bitte Platz. Danke. Dann schauen wir doch mal, ob sich Frau Linse wieder selbst übertroffen hat. Frau Linse, du glaubst gar nicht, wie ich die vermisse. Denkst du, sie würde mich heiraten, wenn ich sie ganz nett frage? Vergiss es, bevor du sie mir wegschnappst, heirate ich sie selbst. Es tut mir so leid. Dafür gibt es
überhaupt keinen Grund. Ich habe wirklich gedacht, ich bin drüber weg, aber... Gott, ich kann mich selbst nicht mehr ertragen. Ich bin so schwach und so irrational. Ich will so nicht sein. Ich will einfach nur mein Leben zurück. Wir haben darüber geredet. Ich wollte diese Therapeutin anrufen, aber allein der Gedanke daran, dass ich darüber sprechen muss, ich krieg einfach keine Luft. Marlene, schlimmer als jetzt kann es überhaupt nicht mehr werden. Panikattacken, Erinnerungen, die dich aus heiterem Himmel überfallen, so etwas kann niemand alleine schaffen. Es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen. Und bei mir bist du in bester Gesellschaft. Ich habe selbst auf der Couch gelegen. Ich habe gedacht, wenn ich es nur genug will, dann klappt das. Dann kann ich das alles hinter mir lassen. So alt ist mir eine Nacht auf der Couch. Was anhaben könnte, bin ich auch noch nicht. Lieb, Mann. Ich werde Vater mal zum Geburtstag gratulieren. Kein Problem. Bis dann. Danke. Für alles. Guten Tag, hier spricht Marlene von Lahnstein. Ich würde gerne eine Therapie bei Ihnen beginnen.